Kennst du eigentlich schon mal eine eigene Nahrungsergänzungsmittel? Zum Beispiel Vitamin C, OPC. Das Besondere an diesen Nahrungsergänzungsmitteln ist, dass es eine 4- bis 5-fach höhere Bioverfügbarkeit hat. Mehr auf vitasomal.de. Wir sehen uns. Hi Freunde, herzlich willkommen auf diesem Kanal. Schön, dass. Ach komm, lass. Kennst du das, wenn man am Anfang immer sagt so, hey, hi Leute, wie geht's euch? Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich bin Patrick. Ganz ehrlich, Bin juckt. deshalb geht's direkt ans Eingemachte. Heterozyklische Amine, jetzt fragt sich jeder so. Ja, nee doch, finde ich auch. Das sind Stoffe, die, wenn sie Aktivierungsenergie bekommen, ja, und dann Zucker mit Kreatin reagieren kann, hat der Maillard Reaktion, diese entstehen. Und zwar, das ist nur bei Fleisch der Fall, weil Pflanzen enthalten kein Kreatin. Ja? Das heißt, wenn Aktivierungsenergie kommt auf Fleisch, genügend, dann reagiert der Zucker mit dem dementsprechend Kreatin und dann entstehen karzinogene Stoffe. Es gibt immer noch genug Menschen, die euch genau das empfehlen, aber das ist nicht das Thema auf diesem Kanal. Hallo, Mr. Möhre. Das Wichtige an diesem Kanal ist, schauen wir mal, wenn diese karzinogenen Stoffe, ja, diese heterozyklischen Amine, auf Rosenkohl treffen, wo wir auch schon bei unserem ersten Superfood sind, Top 3 der, wenn ich es finden würde, der Top 3 der machen wir nochmal, oder? Uwe? Lassen wir. Wenn diese karzinogenen Stoffe, diese heterozyklischen Amine bei gekochtem Fleisch auf Rosenkohl treffen, was passiert dann? Das sehen wir jetzt. Offensichtlich sehen wir einen Verlust der Zellteilung deiner Lymphozyten, deiner weißen Blutkörperchen, deiner Immunabwehr. Ja? Wenn sie letztendlich mit diesen heterozyklischen Aminen, die beim Kochen, die in dem vom Fleisch entstehen, in Verbindung kommen, ja, dann sehen wir einen Verlust der Zellteilung. Das heißt, dass sie nicht mehr so gut sich teilen können und nicht mehr so gut präsent sind in deinem Körper. Nach 300 Gramm Rosenkohl pro Tag, ja, sehen wir eine DNA-Schädigung, Verringerung von fast 50% durch Rosenkohl. Das geht aber auch weiter, und zwar oxidativer Stress, ja, der durch Radikale entsteht, ebenfalls Verringerung, ja, dementsprechend Wirkung auf die DNA, fast von 50%. Ja, wie gesagt, wieder 300 Gramm Rosenkohl pro Tag. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Wichtig ist auch Vitamin C, ja, sehr, sehr Vitamin C-reiches Lebensmittel, komme ich gleich nochmal zu. Ein Blutplasma-Serum, dementsprechend Anstieg ist hier zu vermerken. Dann gibt es etwas sehr, sehr Spannendes, und zwar Enzyme Superoxid-Dismutase. Das sind Enzyme, die dein Körper selbst synthetisiert, um Radikale zu puffern. Ja? Das heißt, je mehr du davon im Blut hast, desto mehr Radikale hast du gerade zu puffern. Diese sinken aber durch die Gabe von Rosenkohl. Die Wissenschaftler waren sich in dieser Studie, haben sich so gefragt, ah, warum ist das so? Das wissen sie nicht, aber der Herr Strohbach, der weiß es einfach mal, so einfach mal. Und das ist eigentlich ziemlich logisch, weil Rosenkohl puffert ja in dem Sinne Radikale. Das heißt, dein Körper muss weniger Selbstenzyme produzieren, die denn dementsprechend Radikale puffern. Das sehen wir auch in dieser Reaktionsgleichung, was das SOD, diese Superoxid-Dismutase seines Körpers, tut. Ja, es wandelt also ja, radikale Sauerstoffspezien um, ja, also Superoxidanion zum Beispiel, in H2O2. So. Und wenn diese Radikale vorher schon gepuffert werden, dann ist das auch irgendwie auch arbeitslos. Und das Allertollste ist, was das Rosenkohl noch macht, es puffert ebenfalls das Umwandlungsprodukt von der Superoxid-Dismutase, dieses H2O2, wird ebenfalls noch gepuffert. Das sehen wir hier, ja, fast wieder um 50% die H2O-Konzentration. Damit macht es sich sozusagen fast arbeitslos, ja, und übernimmt quasi die Arbeit davon und entlastet deinen Körper. Denn je weniger dein Körper Enzyme produzieren muss, desto mehr kann er dir zurückgeben. Uwe, das mit dem Arbeitslos, das war doch nur ein Scherz, das habe ich doch schon rausgeschnitten. Das ist alles schon geregelt. Oftmals wird immer gesagt, dass Leinsamen und Chiasamen das allerbeste Omega-3-Verhältnis haben. Ganz wichtig, diese Handbewegung hier, sonst checkt es einfach keiner. So, und es ist so, dass das nicht so ist, weil wir sehen zum Beispiel auch, dass Rosenkohl ein Omega-3-Verhältnis, also 3 Omega-3, 3,1 Omega-3 auf 1 Omega-6 hat, damit äquivalent ist wie Leinsamen und Chiasamen. Das heißt, genauso gutes Omega-3-Verhältnis hat. Wirklich Wahnsinn. Des Weiteren, sehr, sehr interessant, ist einer der Vitamin C-reichsten. Das Vitamin C-reichste Kohlgewächs schon mal, ja, vor Grünkohl, vor Brokkoli und so weiter. Gerade weil Vitamin C wirklich dezifitär ist. Also es gibt, also die Pflanzen heutzutage ist wirklich Katastrophe, ja, wie wenig Vitamin C sie nur noch haben. Ja. Erdbeeren nur noch 6% und so weiter. Zu schlagen nur noch ganz knapp durch die Paprika, ja, die minimal mehr hat, aber es ist wirklich das Vitamin C-reichste Lebensmittel überhaupt. Das macht es wirklich zum absoluten Superfood. Ja. Durch die Wirkung, die ich gerade beschrieben habe, ja, karzinogen und so weiter, was es da für Eigenschaften hat. Dann Vitamin C-Power ohne Ende, ja.
weil es gerade so wichtig ist, dazu noch super krass Omega-3-Verhältnis. Das ist wirklich ein Lebensmittel, was ihr im Oktober definitiv nicht missen solltet. Wirklich Wahnsinn. Man kann es ganz normal roh essen, ja, so raspeln, wie normal diesen Blumenkohlreis, kann man auch diesen Rosenkohl machen. Oder halt, wie immer, kann man auch einen Dampfgarer oder sonst was, wenn man es nicht ganz roh verzehren will, weil es ein bisschen scharf ist, so viel Senfglykoside, ja. Ja, kommen wir zu Nummer 2. Lila Karotten. Und zwar, ihr kennt alle nur diese Karotte hier, ja? Das ist die normale orangene Karotte. Die hat ganz viel Beta-Carotin, deshalb ist die orange, ja? So. Die sieht dann so aus von innen. Fokussiert wird immer nur mittwochs. Heute ist Dienstag. Sehr schade. Auf jeden Fall gibt es dann noch diese Karotte hier. Und das ist so ein Mittelding, ja? Die sieht dann so aus, ja? Das ist so ein Mittelding, ja? Und dann gibt es noch den Endgegner, ja? Das ist dann der Endgegner und das ist der hier. Das sind absolute Killer-Dinger. Also das sind, ich sag nur wow, wow, wow. Habe ich schon wow gesagt? Ich glaube, ich habe schon wow gesagt. Ich weiß nicht. Als allererstes haben diese lila Karotten mehr Beta-Carotin als die orangenen. Warum sieht man es nicht? Weil sie so vollgepackt sind mit sekundären Pflanzenstoffen, die nochmal das Beta-Carotin übertönen. Die normalen orangenen Karotten haben fast keine von diesen Ultra-Power-sekundären Pflanzenstoffen, weil sie einfach nur orange sind wie das Beta-Carotin. Also das sehen wir hier. Ich habe dazu auch ein Video gemacht, ja, wo ich nochmal explizit sage, warum ich keine orangenen Karotten konsumiere, sondern immer nur diese lilanen Karotten. Ja, ganz wichtig, ich habe schon fast 80.000 Aufrufe, könnt ihr euch gerne reinziehen. Und zwar seht ihr auch hier nochmal viel mehr Beta-Carotin, die lilanen, als die orangenen. Ja? Und was aber das Wichtigere ist, dass diese lila Karotten mehr Beta-Carotin in deiner Leber akkumulieren als die orangen. Und jetzt kommt es noch mehr, als wenn du es supplementieren würdest. Tun die Lilanen. Und das macht sie absolut zum Superfood im Oktober, meiner Meinung nach. Und nicht nur das, sondern ebenfalls die Umwandlungsrate von Vitamin A, was ja das überhaupt Entscheidende ist, ja, sehen wir ebenfalls noch höher als bei den orangenen Klamotten. Alles klar, Patrick. Alles klar, das läuft so richtig gut bei dir. Noch mehr als bei den orangen Karotten und noch mehr, als wenn du es supplementieren würdest, ja, die Vitamin A-Umwandlung bei den lila Karotten. Absolute Superfood, meiner Meinung nach. Beta-Carotin ist der kleine Bruder von Astaxanthin, ja. Astaxanthin ist so ein bisschen der größte Bruder. Deswegen kauft liposomales Astaxanthin. Doppelt so hohe Bioverfügbarkeit, als wenn es nicht liposomal machen würde, sehen wir hier in dieser Studie abgebildet. Wirklich der Hammer. Ach komm, halt Maul. Nein, Spaß, kauft wirklich super krass. Auf jeden Fall muss ich dazu nicht viel sagen. Also Astaxanthin, das stärkste Antioxidant der Welt, ja. Beta-Carotin in der gleichen Familie, ja. Dementsprechend ist wirklich sehr, sehr stark. Muss ich nicht weiter ausführen hier zu Antioxidantien und so weiter. Was ich aber noch sagen will, ich habe ein Video ebenfalls gemacht. Mit diesem Trick nimmst du 15 Mal mehr Nährstoffe auf. Es ist ultra wichtig, wenn ihr wirklich euch schon Geld ausgibt für einen wirklich sehr hochqualitativen Entsafter, der euch wirklich die sekundären Pflanzenstoffe da rausholt. Ja, verlinke ich auch unten den Angel Juicer. Ja. Als allererstes Vitamin D, B12, Jod. Danach die erste Anschaffung meiner Meinung nach sollte wirklich ein Entsafter sein. Ja. Und einen guten, den ihr für Leben lang und der wirklich alles da rausholt, was... Okay, genug Werbung gemacht. Also, wichtig ist mir, dass wenn ihr diesen Saft konsumiert, ja, dass ihr da etwas Fett zutut. Also wenn zum Beispiel hier, wenn Salsa konsumiert worden ist, ja, und dann etwas Avocado hinzugegeben worden ist, ja, dann sehen wir schon mal, beim Beta-Carotin 2,5-fach mehr nimmst du auf, ja. Schaut euch dieses Video sehr, sehr gerne an von mir. Da gibt es auch verschiedene Nährstoffe, die du 15 Mal besser aufnimmst, wenn du etwas Fett hinzugibst. Welche Fettquellen ist jetzt natürlich die Frage, weiß ich schon in den Kommentaren und so weiter. Deswegen... Frisches Kokosfleisch finde ich am allerbesten, weil es erschießt euch nicht das Omega-3-Omega-6-Verhältnis, weil dieses keins hat. Des Weiteren finde ich sehr, sehr gut. Man kann auch Kokosmus nehmen oder sonst was, Rohkostqualität so ein bisschen. Was auch noch okay sind, sind Avocados, aber da muss man natürlich dann gucken, ja, ob das so nachhaltig ist und so weiter. Also manche so ein bisschen, naja. Macadamia-Nüsse würden auch noch gehen. Zerschießt euch ebenfalls nicht das Omega-3-Omega-6-Verhältnis und vielleicht noch so eine Paranuss könnte man vielleicht auch noch wählen, weil man ja etwas Selen ja dann doch irgendwie braucht. Kommen wir zum letzten Superfood, der Granatapfel, meiner Meinung nach das gesündeste Obst der Welt, ja, habe ich auch ein Video dazu gemacht, auch dazu, warum, wie, wo, was. Punkt Nummer 1, wenn ich die Menschen frage, was sind die gesündesten Obst der Welt? Dann sagen die meisten Menschen Beeren. So, jetzt vergleichen wir einfach mal Blaubeere mit dem Granatapfel. Dann sehen wir zum Beispiel das Stickstoffoxide-Radikale, dass der Granatapfel diese 135 Mal besser puffert. Du brauchst 1 Mikroliter vom Granatapfelsaft, ja, um eine 40-prozentige Inhibition zu erreichen, von, also Verminderung der Radikale. Hingegen bräuchtest du 100 Mikroliter von den Blaubeeren, um nur 30% zu erreichen, ja.
ca. 135 Mal so stark, der Granatapfel, ja. Das kann man auch weiterführen auf verschiedene Säfte, ja, da wurde Traubensaft genommen, ja, das, was der Granatapfel in 1 Mikroliter schafft, schaffen die anderen Säfte in 300 Mikroliter, darunter Traubensaft, Weißwein oder auch noch viel schlechter der Orangensaft, also es ist wirklich absolutes Superfood. Auch in Sachen Arterienreinigung, sehen wir hier in der Studie, macht es wirklich kein Obst nach, in dem Sinne, was das kann. Bananen sind zum Vergleich jetzt, Bananen haben circa gleich viel Zucker. Es gibt sehr viele Studien, die zeigen, die korrelieren damit, dass man Bananen nicht sehr vorteilhaft isst, wenn man einer Krebserkrankung erkrankt wegen dem Zucker. Wenn man jetzt hingegen aber Granatapfel nimmt, der ungefähr nicht viel Zucker hat, und diese Zellen, zum Beispiel wurden hier MCF7-Zellen genommen, ja, das Michigan Cancer Foundation 7-Zellen, wurden damit beträufelt, dann ist klar geworden, dass trotzdem hohes Zuckeranteil sie diesen Krebs bekämpft haben. Und das musst du erstmal schaffen, ja. Und deshalb macht es mich wirklich zum absoluten Superfood im Oktober. Daher diese drei Lebensmittel kann ich wirklich empfehlen. Granatapfel presse ich immer, ja. Blende ich hier auch mal ein, wie das aussieht mit der Presse. Kennt ihr auch in dem Video. Kann ich die Presse auch, kann ich auch unten verlinken. Da presse ich mir immer so einen Saft daraus. Zwei Granatapfel circa am Tag, das reicht mir. Dann presse ich mir einen Karottensaft, ja. Und mixe den mit etwas Fett, wie ich gerade gesagt habe, ja, meistens Kokos, um die Nährstoffe besser aufzunehmen. Und dann presse ich mir meistens noch einen grünen Saft, ja, aus Weizengras oder Erbsensprossen. Ja, das ist soweit, was ich momentan mache. Und deshalb kann ich auch noch den, als drittes Superfood, dementsprechend den Rosenkohl noch empfehlen, ja, zum Essen, weil, naja, Weizengras ist jetzt auch toll, ne, aber jetzt explizit für den Oktober, weil es da verfügbar ist, diese drei Lebensmittel. Fassen wir nochmal zusammen. Das erste Superfood des Oktobers, der Rosenkohl, sorgt zum Beispiel für eine Verringerung der DNA-Schädigung. Außerdem enthält er eine große Menge an Vitamin C. Die lila Karotten sind das zweite Superfood. Mit wesentlich höherem Beta-Carotin als die orangene Karotte sorgt sie außerdem für eine bessere Akkumulation von Beta-Carotin in der Leber. Auch hier lässt sich eine große Menge eines Vitamins finden. Hier Vitamin A. Das dritte und letzte Superfood ist der Granatapfel. Mit 1 Mikroliter seines Saftes puffert er 40% der Radikale. Das gesündeste Obst der Welt bekämpft außerdem MCF7-Zellen. Ich quatsch schon wieder viel zu viel. Ich will dir die Zeit nicht klauen. Ich hoffe, ich konnte dir viel, viel zeigen wieder. Ich würde mich sehr freuen über einen Daumen nach oben. Bei wirklich genügend Daumen. Ja, ich lehne mich mal richtig krass aus dem Fenster. Bei 3000 Daumen mache ich, die meisten Leute gucken bis hier sowieso nicht zu, bis 3000 Daumen mache ich mal die drei krassesten Entdeckungen, die ich dieses Jahr gemacht habe, in den Shops zum Kaufen. Ja, die ich gesagt habe, ey, richtig geil, dass es das hier zu kaufen gibt. Irgendwo bei DM oder sonst wo, keine Ahnung. Ja, ich bedanke mich wieder fürs Zusehen. Ich würde mich sehr, sehr freuen über einen Daumen nach oben. Ich würde mich sehr, sehr freuen über das Teilen. Vergiss nicht, die Glocke zu drücken beim Abonnieren, damit ich wirklich informiert werde, wann ein neues Video kommt, wann ich euch wieder helfen kann. Ja, vergesst auch nicht, die Gruppe zu joinen, Vitasomal, eure liposomale Vitamine. Da findet ihr schon das neue Produkt, was bald kommen wird für meine Nahrungsergänzungsmittel. Das kann für viele sicherlich sehr, sehr interessant sein. Bis zum nächsten Mal. Pang, ciao.